Die New York Stock Exchange ist für die meisten Börsianer und Anlegerinnen und Anleger wahrscheinlich der Platz, das heilige Land. Und natürlich ist sie auch das Finanzherz und die Leitbörse der Welt. Hier zu sein ist für viele etwas ganz Besonderes und darüber spreche ich jetzt mit Jessica Schwarzer, Finanzjournalistin und Buchautorin. Jessica, schön, dich hier mal in New York zu sehen. Ja, ich bin auch sehr begeistert auf dem Parkett, was meine Welt bedeutet. Wir haben schon Ring the Bell gesehen, herrlich. Genau, wir waren jetzt gerade hier beim Opening. Warst du denn eigentlich hier schon mal an der Wall Street? Ich war, glaube ich, vor ungefähr 25 Jahren schon mal hier. Damals war ich auch schon bei der Verlagsgruppe Handelsblatt. Bin ich ja heute nicht mehr, aber war ich zeitweise. Und dann habe ich Markus Koch besucht. Und dann hat er mich einmal zu einer NTV-Schalte mitgenommen. Und das war auch sehr, sehr spannend. Jetzt hast du gesagt, 25 Jahre her. Also ich war vor 10 Jahren hier an der Börse. Da muss sich ja wahnsinnig viel verändert haben, wenn du jetzt 25 Jahre das wieder zum ersten Mal siehst. Ja, es ist deutlich ruhiger geworden. Es rennen keine Händler mehr mit Zetteln rum. Man steht nicht knöcheltief in den Orderblättern. Okay, das tut man bei der Börseneröffnung sowieso nicht, aber ich glaube, es wird auch später so sein. Also es ist alles deutlich digitaler. Es ist aber immerhin mehr los auf dem Parkett als in Frankfurt. Das muss man schon sagen. Man spürt schon richtig, dass hier gerade ganz große Summen gehandelt werden. Und natürlich zum Opening sind ja auch immer Ehrengäste, da ist auch wieder mehr los. Hier sind schon ein paar mehr Händler und viele Medien auch. Findest du denn, dass sich bei deiner Anlagestrategie, wenn du mal die letzten 25 Jahre zurückdenkst, sich da was verändert hat? Oh ja, zum Glück. Ich habe zu Zeiten des neuen Marktes angefangen, also Ende der 90er Jahre, und ich habe gezockt wie eine Verrückte. Das war ja auch die Zeit der großen Internetblase, da konnte man ja auch quasi kaufen, was man wollte. Es ist ja alles immer gestiegen, egal ob ein Geschäftsmodell dahinter lag, egal ob Gewinne dahinter lagen. Ich habe dann den ersten großen Crash Anfang der 2000er Jahre erlebt und sehr, sehr viel Lehrgeld bezahlt, aber auch sehr viel daraus gelernt. Also heute lege ich deutlich langfristiger an, breiter gestreut. Aus der Zockerin ist eine langfristig orientierte Investorin geworden. Und du schreibst ja auch Bücher über Strategien. Also ist es wichtig, auch eine wirkliche Strategie zu haben? Also ich würde sagen, auf jeden Fall ja, weil es uns vor vielen Fehlern bewahrt. Viele Depots sind Sammelsurium mehr oder weniger guter Ideen. Meins war das früher auch. Von Strategie in der Regel keine Spur oder nur eine kleine. Man sollte doch mindestens mal festgelegt haben, was man für einen Anlegerhorizont hat, was man für eine Aktienquote, vielleicht Anleihenquote haben möchte und dann ein bisschen mit Plan an das Ganze rangehen und nicht so aus dem Bauch heraus. Warum ist es dann wichtig, vielleicht auch eher langfristig zu denken? Naja, Börsen schwanken, Aktienkurse schwanken. Wir können hier hinter uns jetzt auf die Kurstafeln schauen, dann sehen wir es live. Und das kann manchmal ganz schön zur Sache gehen. Und dann verliert man als Anleger schon mal gerne die Nerven. Oder wenn eine Kursrakete gezündet wird, vielleicht steigt man auch viel zu spät ein, weil einen die Gier packt. Und wenn man dann breit gestreut und mit Strategie investiert, dann macht man diese typischen Fehler hoffentlich nicht. Also Risikostreuung diversifizieren. Ja, das finde ich ganz, ganz wichtig. Also Dutzende, Hunderte, besser Tausende Aktien haben und nicht einige wenige, denn dann wird das Risiko wirklich sehr, sehr groß. In deinem Buch Erfolgreich investieren mit den besten Börsenstrategien, da geht es ja gerade auch um Strategien. Wie führt das dann zum Erfolg? Also erstmal muss man sich wirklich überlegen, was ist man für ein Anlagetyp? Kann man eine Aktienquote von 80%, wie ich sie beispielsweise habe, überhaupt aushalten? Oder sind vielleicht 50% genug? Und wenn ich wahrscheinlich eher ein klassischer Sparer war, ganz konservativ unterwegs bin und ganz neu an der Börse bin, sind vielleicht 30% Aktien auch schon genug? Also damit geht es erstmal los, dann eben diese Risikostreuung, um eben das Einzelkursrisiko zu eliminieren. Und das Ganze einfach langfristig, weil wir sehen es in den Charts, wir sehen es in den Renditedreiecken, die es ja für den DAX gibt, für den MSCI World. Je länger, desto grüner, je länger der Anlagezeitraum, desto geringer das Risiko, dass man eine Verlustphase erlebt. Aber es sollten dann eben schon 10 und mehr Jahre sein. Aktien sind ein langfristiges Investment. Wie hältst du es mit dieser Faustregel 100% minus das Lebensalter? Also wenn man 50 ist, 100 minus 50 heißt 50% Aktienquote? Also ich halte da relativ wenig von. Natürlich kann man sich eine höhere Aktienquote leisten, in Anführungsstrichen, wenn man jünger ist, weil man eben die Zeit hat, das wirken zu lassen, Crashs auszusitzen, und langfristig ist der Erfolg eben am größten. Das stimmt natürlich schon.
aber ich werde dieses Jahr 50% Aktienquote wären mir zu wenig für meinen langfristigen Vermögensaufbau. Und es kommt ja auch immer eben auf die Lebenssituation an. Es kann ja sein, dass du mit 75 mehrere Eigentumswohnungen hast, eine ganz tolle Altersvorsorge und dein Depot eigentlich eher vererben möchtest. Und dann kannst du da natürlich 100% Aktienquote fahren. Wenn du aber jeden Monat Geld daraus brauchst, würdest du die vielleicht ein bisschen runtersetzen. Also 100 minus oder Alter. Nein, wie war das? 100 minus Alter so rum? Ich kann es noch nicht mal sagen. Ich halte das für Quatsch. Also wenn deine Quote 80 ist, dann bist du noch recht jung hier als Aktienfrischling. Welche Strategie hat dich dann persönlich so zum Erfolg geführt? Also dieses Gezocke, was ich am Anfang getan habe mit vielen mehr oder weniger guten Ideen, war es nicht. Es ging dann los, dass ich angefangen habe, langfristiger und eben breiter gestreut zu investieren. Aber es war noch immer so ein bisschen, ehrlich gesagt, ohne Strategie. Und ich habe vor knapp 10 Jahren schon mal ein Buch über Strategien geschrieben. Und das chancenorientierte Depot aus dem Buch ist auch wieder im neuen Buch drin. Und das ist seit 10 Jahren wirklich mein Depot. 80% Aktien, 20% Anleihen. Ich setze auf Smart Beta ETFs, also nicht den MSCI World, sondern den MSCI World Quality. Das ist dann ein Qualitätsfilter, die Unternehmen mit qualitativ hochwertigen Bilanzen, Geschäftsmodellen. Ich setze auf den MSCI World Value, auf Schwellenländer, auch auf 20% Anleihen, damit sehr guter Bonität. Die sollen für Ruhe im Depot sorgen. Und Nebenwerte gehören dazu, Dividendentitel sehr breit gestreut. Und das führt mich zum Erfolg. Du hast ja auch Musterdepots in deinem Buch. Ist da für jeden Anlegertyp was dabei? Ich würde sagen, ja, es fängt mit ganz, ganz einfachen Depots an, wirklich mit 2 Bausteinen. Und die Bausteine kann man dann über ETFs, aktiv gemanagte Fonds oder wenn es unbedingt sein muss, Einzeltitel, was ich nicht tun würde, abbilden. Da fängt man also im Zweifel mit 2 ETFs oder Fonds an. Dann gibt es Musterdepots, wo man 4 hätte, also 2 für den Aktienanteil, 2 für den Anleiheanteil. Dann gibt es das sogenannte Core-Satellite-Depot. Da habe ich einen großen Kern in der Mitte, breit gestreut, nie bereut. Das sind dann die Kerninvestments und drumherum setzt sich mit Satelliten Akzente. Und es gibt eben die 3 Smart-Beta-Depots, wovon ich eben das chancenorientierte umsetze. Also du setzt ja vor allen Dingen auf Aktien und Anleihen. Also kein Gold, keine Immobilienfonds, keine Kryptowährungen. Das ist richtig. Ich wollte es relativ einfach gestalten bei den Musterdepots. Und ich persönlich tue es ja auch nicht. Du weißt ja aus früheren Interviews, ich bin kein Goldfan. Kryptos halte ich für Zockerei, ehrlich gesagt. Auch wenn ich es sehr spannend finde. Wäre bei mir was für Spielgelddepot. Ja, Immobilienfonds kann man natürlich überlegen, ob man die beimischt. Und natürlich kann man auch Gold beimischen. Aber in den einfachen Depots, die ich da zusammengestellt habe, haben wir 2 Anlageklassen. Und wie ist dann die Rendite bei deinen Depots? Ich war ganz überrascht. Wir haben es mal neu durchgerechnet. Ich konnte das mit meinem Depot nie so genau sagen, weil ich noch ETF-Sparpläne laufen lasse. Das hat das immer ein bisschen verwässert. Und wenn man jährlich Rebalancing gemacht hätte, also jährlich überprüft und die Bausteine wieder ins gewünschte Gewicht gebracht hätte, sind es etwas über 7%. Und das sind auf Sicht von 10 Jahren dann 100% unterm Strich, also eine Verdopplung. Auf Sicht von 20 Jahren ist es sogar noch ein bisschen besser gewesen. Da waren es 7,5% im Schnitt pro Jahr. Das muss man dazu sagen. Es gibt gute und schlechte Jahre. Also ich bin damit sehr zufrieden. Der Anleiheanteil bremst natürlich die Rendite vom Aktienanteil leicht aus. Aber das soll auch so sein, denn der Anleiheanteil soll für Sicherheit sorgen. Jetzt stehen wir hier in New York, New York Stock Exchange, US-Aktien natürlich ein wichtiges Thema. Auch wenn man zum Beispiel in den MSCI World investiert, hat man ja schon mal 2/3 US-Aktien dabei. Wie groß ist denn bei dir der US-Anteil? Also ich denke, er ist bei den Aktien auch ungefähr, über 50% wird er sein. Bei den Anleihen bin ich im Euroraum geblieben, eben auch, weil ich nicht im Dollarraum sein wollte. Aber bei den Aktien sehr viel USA. Allerdings habe ich bei den Nebenwerten auch einen Nebenwerte-ETF auf Europa. Da dämpfe ich es dann ein bisschen, aber im Grunde, ich habe auch Emerging Markets 20% im Depot, aber ich werde schon auch um die 50% liegen. Ich finde, das ist aber okay. Es ist der größte Finanzmarkt der Welt. Hier sind die wertvollsten, die größten Konzerne der Welt notiert und die möchte ich natürlich im Portfolio haben. Und ich glaube, da müssen wir hier mal auf dem Parkett nochmal uns ein paar Tipps von den Tradern holen. Oh ja, auf jeden Fall, das machen wir. Sagt Jessica Schwarzer, Buchautorin und Finanzjournalistin, heute hier an der New York Stock Exchange. Liebe Zuschauer, Dankeschön fürs Interesse. Alles Gute und bis bald.